Den künftigen Chef bei bestimmten Fragen anlügen und Geld beim Kacken verdienen. Hier sind 10 Arbeitsrechte, die Arbeitnehmer wirklich haben. Nummer 1, die Lüge im Vorstellungsgespräch. Beim Vorstellungsgespräch hast du als Bewerber bei bestimmten Fragen ein Recht zur Lüge. Dem Arbeitgeber ist es nämlich bei bestimmten Fragen eigentlich verboten, dich zu fragen, machen viele aber trotzdem. So darf beispielsweise grundsätzlich gelogen werden, wenn nach einer Schwangerschaft gefragt wird. Und zwar egal, ob sie schon besteht oder noch geplant ist. Denn dem steht das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Schwangeren oder künftig Schwangeren entgegen. Und jetzt kommt es, das soll selbst dann gelten, wenn die Schwangere aus Gründen des Arbeitsschutzes die Tätigkeit schon nicht beginnen kann. Nummer 2, Geld fürs Probearbeiten. Jeder kennt es. Man bewirbt sich auf eine Kellnerstelle beim 8-armigen Orgler und dort soll man dann einige Wochenende natürlich ohne Gegenleistung, also Geld, zeigen, was man drauf hat. Das ist aber nicht unbedingt erlaubt. Ein solches Probearbeiten könnte nur dann stattfinden, wenn es beispielsweise sich nur um ein kurzes Kennenlernen handelt, also so 1 bis 2 Abende maximal. Möchte der Arbeitgeber aber, dass du dann viel mehr als das machst oder schon die ganze Tätigkeit eines weiteren Angestellten übernimmst, kann daraus schnell ein Arbeitsverhältnis werden. Zum Beispiel, wenn du das Ganze länger als 3 Tage machst und bei sehr intensiven Tätigkeiten vielleicht sogar früher. Der Arbeitgeber würde dann auch schon zur Zahlung von Arbeitslohn, also Geld, verpflichtet sein. Und ja, es hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab, lasst euch aber auf keinen Fall ausbeuten. Nummer 3, Geld bekommen. Ohne zu arbeiten. Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer das Recht, Kohle für seine Arbeit zu bekommen. Das ist erstmal nicht überraschend und für einige von euch sicherlich der Grund, um überhaupt morgens aufzustehen. Aber Achtung! Dieser Anspruch auf Geldzahlung durch den Arbeitgeber kann dir in Ausnahmefällen auch dann zustehen, wenn du gar nicht arbeitest. Beispiel: Du gehst montags ins Büro und hast dich schon richtig krass aufs Arbeiten gefreut. Dann erfährst du aber, dass dein Chef dich gar nicht erst in die Halle lässt, weil aufgrund eines betrieblichen Stromausfalles die Maschinen gar nicht laufen. In einem solchen Fall hättest du, auch wenn du nicht arbeiten kannst, einen Anspruch auf deinen Lohn. Das Ganze gilt übrigens aber nicht, wenn der Weg zur Arbeit beispielsweise vereist ist, denn das Wegerisiko trägt in aller Regel der Arbeitnehmer. Es gibt aber noch einen krasseren Fall, wann du Lohn ohne Arbeit bekommst. Denn du bekommst auch Lohn, wenn du an einem Tag mal persönlich verhindert bist. Jetzt nicht unbedingt, wenn GTA 6 erscheint, obwohl das natürlich auch super wichtig ist. Ich würde gerne wissen, wo zur Hölle ist GTA 6? Sondern eher so ein bisschen weniger wichtige Dinge wie Heirat oder das Kind ist jetzt total krank. Dann hast du trotzdem tatsächlich einen Anspruch auf Lohn. Ein weiterer Grund, wo du Lohn ohne Arbeit bekommst, ist bei deiner eigenen Erkrankung. Das heißt, du kannst tatsächlich krank sein, Monte-Streams schauen und kriegst trotzdem dein Geld. Das gilt aber dann natürlich nicht, wenn du deine Arbeitsunfähigkeit selbst verursacht hast. Wir Juristen nennen das grobes Verschulden gegen dich selbst. Du spielst Schach gegen dich selber. Es geht also um die Fälle, wo der Arbeitnehmer sich so dumm verhalten hat, dass man dem Chef das jetzt nicht auch noch aufbuttern kann. Beispiel: Wenn du gerade irgendwie frisch operiert bist, Arm gebrochen oder an der Leiste operiert wurdest und dann sagst, naja, ich hab heute Bock, Bungee zu springen. Dann weiß jeder, okay, das ist jetzt nicht sonderlich intelligent, das am selben Tag zu machen. Trotzdem machst du es unverletzlich. Aua. Und kannst in der Folge nicht arbeiten. Das wäre ein grobes Verschulden gegen sich selbst und dann hättest du keinen Anspruch auf deinen Lohn. Und auch wenn du am Wochenende eine Schlägerei provozierst und deine Augen sehen aus, als hätten dir 20 Hornissen in beide Augen gestochen und du siehst nichts mehr, wäre vielleicht auch ein grobes Verschulden gegen sich selbst. Punkt Nummer 4, Weihnachtsgeld, obwohl es nicht im Vertrag steht. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und du hast für dich schon die PlayStation 5 bestellt und über Klarna bezahlt. Doch dein Chef sagt dir dieses Jahr, es gibt dieses Jahr kein Weihnachtsgeld, Leute. Obwohl dies die letzten 5 Jahre der Fall war. So einfach ist es in diesem Fall für den Chef leider nicht. Das Ganze könnte nämlich eine sogenannte, Achtung, juristischer Ausdruck, betriebliche Übung darstellen. Hat der Arbeitgeber also seinen Angestellten mindestens 3-mal die Leistung gewährt und keine Freiwilligkeit vereinbart, entsteht daraus ein Anspruch der Arbeitnehmer auf diese betriebliche Übung, also die Zahlung von Weihnachtsgeld. Nummer 5 und vielleicht bei dir nicht ganz so beliebt, dein Recht, beschäftigt zu werden. Und ja, es ist für den einen oder anderen hier vielleicht das unwichtigste Recht. Aber es kann für viele Menschen auch ganz schön nervig sein, wenn der Arbeitgeber partout keine Tätigkeiten für einen selbst
jetzt hat. Denn einen Inferno-Turm bei Clash of Clans darf man ja bei der Arbeit in der Regel auch nicht bauen. Man hat also als Arbeitnehmer das Recht, dass der Chef einen eine sinnvolle Tätigkeit zuteilt, damit man auch ein bisschen ausreichend beschäftigt ist, bevor man einen Bore-out bekommt. Nummer 6. Das Recht auf eine gleichberechtigte Behandlung. So darfst du zum Beispiel nicht aufgrund deines Geschlechts oder zum Beispiel aufgrund deines Alters diskriminiert werden. Beispielsweise kann dein Chef dich nicht einfach schlechter behandeln, weil du eine Frau bist und sagen, alle 300 Frauen müssen jetzt täglich um 7 Uhr erscheinen. Und die Männer dürfen um 10 Uhr erscheinen. Das ganze Thema ist aber so riesig, dass man darüber vielleicht nochmal ein eigenes Video machen könnte. Nummer 7, das Recht auf Lohn fürs Kacken. Und das wird einige überraschen. Denn Arbeitnehmer machen im wahrsten Sinne des Wortes aus Scheiße Gold. Sie dürfen während ihrer Arbeitszeit auch grundsätzlich mal eine etwas längere Sitzung haben. Wenn sie eben müssen. WC-Besuche sind zwar keine Arbeitszeit, sie werden aber eher so als kurze Unterbrechung nicht von der Arbeitszeit abgezogen und werden damit auch bezahlt. Aber Achtung, wird der Toilettenbesuch für andere Dinge, wie zum Beispiel YouTube-Videos missbraucht, dann kann das durchaus mal zu einer Abmahnung führen und man sollte es auch wirklich nicht übertreiben. Nummer 8, besondere Rechte bei Kündigung. Je nach Größe des Unternehmens und der Dauer deiner Zugehörigkeit zum Betrieb sind bestimmte Kündigungsgründe erforderlich und es müssen Fristen gewahrt werden. Eine ordentliche Kündigung ist in vielen Fällen nur dann möglich, wenn personenbedingte, verhaltensbedingte oder betriebsbedingte Gründe vorliegen. Also wenn man zum Beispiel völlig ungeeignet für den Job ist oder das Unternehmen rote Zahlen schreibt. Aber Achtung, daneben ist auch eine außerordentliche Kündigung möglich. Das ist dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer sich besonders schlecht verhalten hat und ein wichtiger Grund vorliegt. Zündet zum Beispiel ein Mitarbeiter einen Feuerwerkskörper an und wirft diesen in ein Dixie-Klo, wo ein anderer Mitarbeiter sitzt, ist das eher eine schlechte Idee. Erleidet der andere Mitarbeiter dann auch noch erhebliche Verletzungen, kann das eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Und den Fall habe ich mir nicht ausgedacht. Nummer 9, Recht auf ein Zeugnis. Und ich weiß, früher wolltest du nie eins haben. Oder du warst einer von denjenigen, die gesagt hat, verdammt, ich habe eine 5 und hatte dann eine 1. Aber du hast ein Recht auf ein Zeugnis. Das Arbeitszeugnis muss darin mindestens beschreiben, was du gemacht hast und wie lange. Du kannst aber auch verlangen, dass sich die Angaben auf deine Leistung und dein Verhalten beziehen. Gott sei Dank gab es diese Kopfnoten bei mir in der Schule noch nicht. Und last but not least, du musst in deiner Freizeit nicht immer nett sein. Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit. Wer seinem Chef zufällig in der Freizeit im Wald begegnet, muss diesen nicht zwangsläufig grüßen. Anders ist es aber, wenn du im Betrieb, also während deiner Arbeit, den Chef konsequent ignorierst, obwohl er dich grüßt. Das könnte dann durchaus Probleme wie eine Abmahnung geben, aber das passiert dir nicht. Denn du bist schlau, immer freundlich und gut gelaunt, es sei denn, du sitzt gerade auf dem Klo. Aber wie bei allen Dingen, übertreib's nicht. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.